Hallo zusammen, ich werde in der nächsten Zeit wieder mehr Videos posten. Ich habe mich viel mit verschiedenen Themen beschäftigt, wo ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir uns darüber unterhalten in unserer Gesellschaft. Und ich merke, dass im englischsprachigen Raum da viel passiert, aber ich sehe noch nicht ganz so viel im deutschsprachigen Raum. Es kann sein, dass ich einfach nur nicht connected bin mit den richtigen Leuten. Aber der Punkt ist, dass ich glaube, dass bestimmte Themen angesprochen werden sollten. Und es geht um Dinge wie Wissenschaft und Religion und wie die Wissenschaft sich der Religion nähert und wie wir Menschen eigentlich alle religiös sind auf gewisse Art und Weisen und was das mit den Christen zu tun hat und ihrer Sprache und wie diese Worte, die im Christentum verwendet werden, Sinn machen und wie sie mit dem Alltag auch zu tun haben, wie sie interpretiert werden können, wie Geschichten aus der Bibel interpretiert werden können, auf eine Art und Weise, die nochmal eine Spur tiefer geht als nur die wortwörtliche Bedeutung und ich hoffe, dass all das irgendwie dazu beiträgt, dass Leute mehr Sinn in ihrem Leben finden. Ich meine, es wird eben um Fragen gehen, wie brauchen wir überhaupt Sinn als Menschen? Es gibt genug Leute, die sagen, aber ich brauche keinen Sinn im Leben. Vielleicht stimmt es, vielleicht stimmt es nicht. Dazu werde ich ein bisschen mehr sagen, auch von einer wissenschaftlichen Perspektive. Ich bin kein Wissenschaftler und ich habe auch nicht all die philosophischen Bücher gelesen, die es zu lesen gibt. Ich nehme ganz viel einfach von den Leuten, die ich so sehe in den Videos, die ich mir anschaue. Und genau deswegen denke nicht, dass ich hier der krasse intellektuelle Typ bin. Ich versuche irgendwie Sachen runterzubrechen, komplizierte Sachen zu verstehen und runterzubrechen, dass man es verstehen kann als Normalsterblicher. Ich versuche aber auch, die simplen Sachen des Lebens mache ich manchmal ein bisschen komplizierter, weil ich eben ein bisschen mehr dahinter sehe als die simplen Sachen, die sie vielleicht uns, wie sie uns erscheinen. Und das alles hat damit zu tun mit Strukturen der Welt, der Realität, die wir jeden Tag erleben. Hat damit zu tun, wie unser menschliches Erleben, unsere menschliche Wahrnehmung Strukturen hat, die überall wiederzufinden sind, sowohl in der Welt, im Alltag, als auch in Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden und aus der Bibel eben auch. Und für eine Bedeutung diese Geschichten für uns heute haben. Und warum sie so wichtig sind und auch so bedeutsam sind und auch immer noch erzählt werden, warum sie noch nicht vergessen wurden. Das hat Gründe. Und all diesen Sachen will ich ein bisschen auf den Grund gehen. Und wenn du Lust hast, solche Sachen zu hören, sich darüber zu unterhalten oder zu kommentieren in den Kommentaren, dann würde ich mich unglaublich freuen, weil ich glaube, es gibt in Deutschland genug Leute, die sich für solche Sachen interessieren, aber vielleicht, die ich einfach noch nicht getroffen habe. Und das Internet bietet die schöne Möglichkeit, da eine Gemeinschaft aufzubauen, wo man sich über solche Themen unterhalten kann, auch wenn man nicht am gleichen Ort ist. Von dem her, wenn du daran interessiert bist, hit the Subscribe-Button. Genau, einfach meinem Kanal irgendwie folgen. Und dann wirst du benachrichtigt, wenn es mehr zu diesen Themen gibt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und man sieht sich. Servus.